Willkommen bei E-Tech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um den Gleichstrom, genauer um den Spannungsteiler und noch genauer um Potentiometer, kurz POTI. Jetzt gibt es auch verstellbare Spannungsteiler. Man kann nämlich beim Spannungsteiler die beiden Widerstände ersetzen durch einen einzigen. Gut, dann ist es erstmal kein Spannungsteiler mehr, aber wenn man jetzt den Knoten zwischen den Widerständen ersetzt durch einen beweglichen Schleifkontakt, dann erhält man ein sogenanntes Potentiometer oder kurz einen POTI. Also ein POTI ist nichts anderes als ein einstellbarer Widerstand. Sie sehen das hier unten in Zylinderform. Standardmäßig sind die POTIs heute, die Sie kaufen können, Drehpotentiometer. In Zylinderform bestehen Potentiometer aus einer eng gewickelten Spule. Der Strom muss also hier durch eine Spule fließen. Das Metall selber, dieser Draht, ist schon der Widerstand. Und mit dem Schleifkontakt teile ich diesen Gesamtwiderstand einfach in zwei Teile auf, die unterschiedlich groß sein können. Beispiel: Sie haben hier eine Eingangsspannung U0 angeschlossen an einen Potentiometer und Sie sehen, dass dieser Abgriff, so heißt das Teil, ist. Wenn er nach oben geht, leuchtet die Lampe heller, wenn er nach unten, dann dunkler. Verbraucher und Potentiometer haben als gemeinsamen Anschluss den Pluspol oder den Minuspol der Spannungsquelle? Minuspol. Den Minuspol der Spannungsquelle. In der Praxis wäre das zum Beispiel der GND, also Ground oder Erde oder Masse genannt, bei der Platine hier als Beispiel. Finden Sie das GND hier irgendwo? Ja, ganz oben, das dritte von links. Ja. Ich meinte eigentlich sogar links auf der, wo links diese 8. Hier gibt es auch einen, genau. Der Strom kommt vom Pluspol und fließt über den Abgriff oder Eingriff zur LED. Abgriff. Abgriff, korrekt. Und dahinter weiter zum Minuspol. Minuspol. Ein POTI mit zwei LEDs. Der Strom kommt auch hier vom Pluspol und teilt sich im POTI auf. Der eine Teilstrom fließt über den Begriff haben wir jetzt schon zweimal erwähnt. Abgriff. Über den Abgriff zum Bauteil und dahinter weiter zum Minuspol. Der andere Teilstrom, bei 3, fließt durch den Restwiderstand oder durch den kompletten Widerstand zum anderen Verbraucher? Durch den kompletten. Yes. In dieser Beispielschaltung wäre die rechte LED heller und die linke leuchtete schwach, wenn der Schieber unten oder oben ist. Wenn der Schieber oben ist. Aha. Ja, weil dann der Strom zur rechten LED ganz oben beim Potentiometer nur ein bisschen Widerstand durchlaufen muss. Je weiter der Schieber heruntergeschoben wird, umso heller wird die linke LED oder umso mehr gleichen sich die Helligkeiten an. Umso mehr gleichen sich die Helligkeiten an, da immer noch beide dann ja quasi den gleichen Widerstand durchgehen müssten am Ende, wenn man es ganz runterschieben würde. Ja. Ja, einstellbare Widerstände, die durch Drehen einer Achse verändert werden, nennt man Drehpotentiometer. Wir haben den Schleifkontakt oben links, dann den Abgriff in der Mitte meistens. Über einen Widerstandstreifen wird ein Schleifkontakt geführt, der den gesamten Widerstand dann aufteilt. Dann ist links der Widerstand RAB und rechts der Widerstand RBC. Können Sie sagen, wofür man so ein Potentiometer brauchen kann? Lautstärke bei, keine Ahnung, Boxen zum Beispiel. Genau. Ja, dann würde man die Box zwischen A und B anschließen und könnte dann den Widerstand, das wäre der linke Teil dieser Schleife, den könnte man dann variieren. Wofür war jetzt dann der Anschluss C? Bleibt der frei im Normalfall, wenn jetzt nicht ein zweiter Verbraucher dann da dran hängt, wie eben mit der LED? Ich gebe die Frage mal weiter. Weiß jemand, wofür man den Anschluss C dann braucht? Man könnte doch rein theoretisch den B-Kontakt an die 1 anschließen und dann auf A und C die 2 und 3. Dann hätte man quasi immer so ein wechselseitiges Leuchten. Entweder leuchtet die eine ganz hell oder die andere ganz hell. Also ja. Quasi würde in B Plus reinfließen und dann würde halt jeweils durch A und C mit einer LED zwischengeschaltet Minuspol sein. Dann würde halt, je nachdem wie man es dreht, entweder links die LED heller werden, die andere dunkler oder andersrum. Also dann haben wir auch einen speziellen Nutzen für C. Ja, sehr gut. Ja, falls dir das Video was gebracht hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar von dir freuen. Dankeschön.